Hallo und herzlich willkommen zu Purim mit Nadine. Schön, dass ihr mich weiterhin begleitet auf der Entdeckungsreise des Purings. Ich hoffe, es macht euch nach wie vor Spaß. Ihr dürft mir gerne auch unten was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder natürlich auch, wenn euch was gar nicht gefallen hat. Also ruhig her mit dem Feedback. Heute möchte ich mal mit ganz verschiedenen Farben wilde Mischungen was machen. Ich habe einen Silberton rausgesucht, das ist so ein Petrol, ein Apfelgrün, ein Kupfer und ein Türkis. Die haben sehr viel Glitzerelemente hier, diese drei Farben. Und möchte dann auf jeden Fall nochmal mit dieser Latexfarbe, wie in den anderen Videos teilweise gezeigt, nochmal testen, ob ich da noch ein paar schöne Effekte rausbekomme. Und verwenden werde ich heute den Trichter. Wir machen einen sogenannten Pfannenpur. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das aufbringen möchte, werde ich wieder ganz spontan entscheiden und mich einfach vom Material leiten lassen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Hier kurz die Farben. Gerstecker Bronzelinie, dann Amsterdam, das ist von I Love Art und die kleinen Dosen, die sind von Viva Maya Gold. Also bis jetzt ist nur Vinylkleber drin. Und die Farbe, ich habe es vorhin schon mal leicht verrührt und so dick ist es jetzt. Das ist das, was ich immer meine mit, wenn ich sage, es ist noch zu dick, das macht so Haufen. Ja, das fließt schon besser, macht aber trotzdem noch Haufen. Das war Amsterdam. Auch noch Häufchen. Also das braucht auf jeden Fall noch Wasser. Ich mische meine Farben in der Regel mit zwei Teilen Vinylkleber, einem Teil Farbe und einem Teil Wasser. So sieht die Konsistenz jetzt aus. Ihr seht, es fließt in einem durchgehenden Strahl von dem Spatel zurück in den Becher und bildet dann auch schnell wieder eine glatte Oberfläche. So sind die Farben für mich perfekt gemischt. Müsst ihr mal schauen, ob es für euch auch so passt. Das mache ich jetzt mit den anderen Farben auch noch schnell. Das war jetzt hier der Vinylkleber. Und nochmal das Seidenglanzlatex von Renovo. Ihr könnt da jede beliebige Marke nehmen, denke ich. Einfach mal einen guten Schuss mit rein in den Vinylkleber, weil ich möchte ja auch, dass die weiße Farbe nachher ein bisschen Deckkraft hat und die Pigmente vorhanden sind. Das verrühre ich jetzt auch und verdünne mir das entsprechend genauso mit Wasser. Okay. Sind nur Blasen. Das wollte ich wissen. Nicht, dass ich da jetzt Brösel drin habe. Ich habe mich entschieden, noch einen Schuss von der Latexfarbe in mein Gelbgrün reinzugeben, weil ich ja das als Effektmittel nutzen möchte anstatt Silikonöl. Den Keilrahmen grundiere ich und verstreiche mir das und die Farben werden dann in den Becher, in den Trichter gegossen, so rum. Langsam am Rand reinfließen lassen, damit es sich nicht da schon so stark vermischt. Und dann geht es auch schon los mit dem Pfannenpur. Schaut mal, da kommen schon die ersten Zellen. Das kommt von der Latexfarbe, die ich mit verwendet habe.
In dem Moment habe ich noch keinen Plan, was ich eigentlich da genau machen möchte vom Motiv her und schwenke jetzt einfach mal ein bisschen hin und her und hin und her und auch manchmal etwas steiler, um dann doch manche Bereiche nochmal wegzumachen. Und dadurch habe ich jetzt sehr große und auch etwas verwaschene Zellen, finde ich aber recht schön. Das ist so ein bisschen so ein wolkiger Effekt. Da ist ja noch reichlich Platz auf dieser großen Leinwand, weshalb ich jetzt da auch nochmal den Trichter ansetze. Nur erstmal versuche ich das mit Anheben und Absetzen und ziehe dann mal meine Schlangenlinie. Da ich die eine Hälfte der Leinwand bereits geschwenkt hatte, ist es jetzt etwas schwieriger mit der zweiten Seite. Muss man sehr aufpassen, aber es funktioniert. Ihr könnt die Farben auch direkt auf die Leinwand gießen, so wie ich das jetzt hier mache, und auch immer wieder mal übereinander, und dann entstehen auch ganz interessante Effekte. Keine Sorge, er war auch gleich wieder weg und war raus aus der schlechten Luft. Jetzt gehe ich einmal mit dem Brenner drüber und franze mir jetzt mit dem kleinen Gebläser noch etwas die Kanten aus, aber nur von einem Teil des Motives. Ja, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht im Nachhinein. Während ich das gemacht habe, habe ich gedacht, oh, hätte ich es lieber lassen sollen, war es vorher schöner, aber nee, es ist in Ordnung für mich. Es geht ja in meinen Videos auch nicht darum zu sagen, das Bild, dieses Motiv ist jetzt absolut der Knaller, sondern es geht ja eher darum zu sagen, Mensch, die Farbkombination ist mal eine tolle Idee oder die Technik ist toll oder der Effekt ist schön, und einfach Inspiration zu geben und sich Ideen holen zu können und zu sagen, das probiere ich mal aus. Nur darum geht es eigentlich und um ein bisschen sich gegenseitig auszutauschen und zu helfen. So, zum Abschluss noch einmal erhitzen, um die Luftblasen rauszumachen. Hier kommen noch ein paar Nahaufnahmen für euch. Ich hoffe, es hat gefallen und inspiriert. Ich werde in Zukunft allerdings auf 2 Videos im Monat gehen und nicht mehr 4, weil mir das zeitlich sonst ein bisschen eng wird. Ich möchte nicht mit dem Gefühl in meinen Hobbyraum gehen zu sagen, du musst heute ein Puring-Bild machen, weil du sonst in 2 Wochen kein Videomaterial mehr hast. Nein, es ist ein Hobby, es soll Spaß machen, es soll Freude dran sein und kein Zeitdruck dahinter, und deshalb seid mir nicht böse. Ich werde in der Regel jetzt 2 Videos im Monat rausbringen. Ja, wenn ich Zeit habe für mehr, natürlich auch mehr. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes für euch. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine. Ich möchte heute mal ein Bild machen auf einer größeren Leinwand. Ich habe heute mal ganz verschiedene Farben angemischt. Einmal hier diese... Das ist echt... Geht's auf unsere? Habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht.
Hallo Becher. Ich will deine Sprechung machen und ich darf die Becher aufkommen. Danke. Hm? Danke.